So, werte Geist und Geisterin, willkommen im nächsten Part von Let's Play Dead Space Blind. Wir sind der Techniker Isaac, mehr oder weniger Techniker, denn wir sind aktuell der plasmakattende Alien Hunter. Und ja, wir schauen mal. Lüftungsschächte wurden uns gesagt. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie kommen durch die Decke. Wisst ihr, was ich gar nicht leiden kann? Viecher, die durch die Decke kommen. Trifft sich. So, was ist das hier? Ah, was war... Hä? Isaac? Ach so. Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. So, das heißen wir doch klar. Isaac? Ja? Da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mir geht's gut, Boss. Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Toll. Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und das stimmt. Und die Rest der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Super. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Noch mehr gute Nachrichten. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Monorail, Monorail. Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Oh, toll. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Super. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac. Das ist ein Zufall. Wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Okay, Boss. Die Monorail. Kenne ich auch nur aus der Simpsons-Folge. Die Einschienenbahn. Kartenbildschirm, Karte. Achso, Karte und das hier war der Noob-Filter. Ne? Also nicht der Noob-Filter, sondern der Noob-Faden. Schön. Ne? Wo kommt der eigentlich her? Der kommt nicht aus unserer Hose, oder? Nee, der kommt aus unserer Hand. Wow. The Hand, übrigens sehr guter Film. Was ist denn das? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Ach, ihr kommt hier nicht rein durch die Scheibe, oder was? Fucking Trolls. Der will sich die Alte snären. Das gibt's ja nicht. Was für ein widerlicher Speicherstation. Ja, die ist mir sympathisch. Komm mal her, hier, meine Gute. So. Ja, ich möchte gerne ein Spiel speichern. So. Ich denke zwar nicht, dass ich viel weiter komme, aber wir speichern trotzdem mal. So. Gesundheit erfreuen wir uns auch der Besten. Monorail anfordern. Was ist hier? Beschädigt, bitte reparieren. Och toll, ne? Beschädigt, bitte reparieren. Wie groß dieses Schiff ist. Guckt euch das mal an hier. Das ist das Bahnnetz auf dem Schiff, verdammt. Das ist ja krass. Ich glaube auch, Leute, dass wir ein Problem mit Munition kriegen werden. Da bin ich ziemlich sicher. Was ist das hier? Konnten wir sowas nicht aktivieren? Nee. So, weiter. Töte mich nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Frachtkorridor. Fracht. Korridor. Fracht. Das Ding ist, die erschienen mir auch nicht sonderlich dumm. Nur Fleisch und blutlüsternd. Ja, das heißt, die wissen hundertprozentig, dass wir hier sind. Ich renne bewusst nicht, Leute. Ich muss mich mental vorbereiten. Hallo? Der tut nur so, der Wichser. Ich wusste es. Der Hurensohn. Und noch irgendwelche Wünsche hier. Mit deinen Tentakeln aus deinem Kopf da. Widerlich. Bah! So, gib mir Energie. Gib sie mir doch. Ja, gib sie mir hart, du Sau. War klar, klassische Falle, ne? Fleischfresser-Pisser hier. Was ist hier? Schon wieder Speicherstation. Ja, wieso das denn? Ist einfach, dass man nach jedem Mob speichert, oder was? Okay. Unname. So. Auf Speichereinheit C. Ja, möchte ich. Ja, das sind noch hier alte Spiele, ne? Da kommen noch 1000 Aufforderungen. Wollen Sie wirklich speichern? Nicht, dass Ihr PC mit einer neuen Speicherdatei von einem Offline-Game hier komplett abkackt. So, hier ist verschlossen. Was ist das überhaupt? Das ist der Wartungssektor. Und hier haben wir einen Audiolog. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Hallo, Benson. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf Ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Die Gliedmaßen abschneiden. Da brauche ich doch für einen dann mindestens 4 Schuss. Und warum hat es den dann eben trotzdem zerlegt? War der doch schon tot? Boah. Oh Mann, ihr macht Sachen mit mir. So, Fluchtweg. Das ist doch Trolling wieder. Hallo? Trollst du mich? Nee, der trollt uns nicht. Aber wo... Lag der da oben drauf? Du miese Sau. Oh, der hat Hodenmums hier, Freunde.
Ah, verdammt, wir haben einen Methodenbums getreten. Das ist ja fast so schlimm, wie einen Behinderten aus dem Rollstuhl zu kicken. Vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Das habe ich Sie. Das sollte funktionieren. Tatsächlich schon verstanden. Aha. Toll. Das heißt doch nichts anderes als hinter dieser Tür. Hä? Die Wichser, die wollen, dass ich reingehe und mich zu Tode erschrecke. Das gibt's doch nicht. Oh oh. Wah! Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind die Schweine? Verdammt. Aber ist auch die Kamera so? Man kann nicht genau von hinten drauf gucken. Ey, es hieß, die Bahn ist kaputt. Fucking Trolls hier überall. Straßenmodul. Was machen wir denn damit? Bonusgesundheit oder was? Ah. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Straßenmodul, das du gerade aufgehoben hast. Ja, wie wechsle ich das denn? Sagst du mir das noch? Ah, das sagt er mir nicht oder was? Wie wähle ich das denn um? Wenn ich jetzt drauf schieße, verschwende ich doch Cutter-Munition. Hä? Ja, toll. Stase-Modul, klasse. Muss ich das hier erst irgendwas oder was? Stase-Station, damit lade ich das auf. Macht Sinn. Ist natürlich witzig, weil etwas keinen Sinn machen kann. Ist nämlich abgeleitet vom englischen Makes Sense. Wie benutze ich denn das fucking Stase-Symbol? Ja, so nicht. Kein Grund hier. Stampf, Stampf, Stampf oder was. Cool Savage am Start. Da müssen wir mal gucken. Wir haben doch bestimmt eine Tastenbelegung. Stand das da eben? Ich weiß es nicht. Steuerung. Stase-Modul. Gibt's das nicht? Annehmen? Wollt ihr mich verarschen, dass ihr mir das jetzt nicht sagt, oder was? Das ist doch ein Witz, Freunde. Soll ich das jetzt ausprobieren, bis ich's habe, oder was? So, jetzt habe ich einen Cutter nachgeladen, oder wie? Ja, das war nachladen. Toll. Ich möchte gern meine Waffe wechseln. Schön. Na, dann gehen wir einfach so durch. Ja, Überraschung. Geht nicht. Klasse. Freunde, was soll das denn hier jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ja, so drehe ich den Cutter. Toll. Hey, hey, hey. Das gibt's doch gar nicht. Was soll denn das? Ach, mit C. Sagt mir das doch. So. Okay. Mit C. Ja, wer übt, der findet. Wer probiert, der findet. So gesagt. So. Freunde. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Hallo. Stasepark, sehr schön. Mitgenommen. Speicherstation. Werden wir an der Speicherstation getötet? Werden wir nicht, oder Freunde? Werden wir nicht. Schön, das gibt's ja gar nicht. Oh, oh, oh. Neuzugänge, ja. Ja, achso, annehmen, ja. Die Steuerung kommt mir sehr langsam vor hier, ne? Mit dem Pfeil, der lässt sich ein bisschen feiern so beim Rumpfeilen. So. Da geht's lang, da ist verschlossen. Ja, das ist nicht euer Ernst, Freunde. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist nicht euer Scheißernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das dürft ihr mit mir doch nicht machen, Leute. Sowas dürft ihr doch nicht mit mir machen, verdammte Scheiße. Stase-Modul sollte dir bei dem Arm-Mechanismus helfen. Was, bei dem Arm? Wo ist denn hier ein Arm? Ich sehe hier einen, das ist ein Armleuchter. Ach, da oben. Aha, okay. Kralle gelöst. Aktivieren, ja. Und nu? Und jetzt? Jetzt greift er das. Was soll ich jetzt hier machen? Noch einen, oder was? Da drüben ist noch einer, ne? Warum soll mir das Stase-Modul dabei helfen? Fehlfunktionen. Manuell anbringen. Da ist einer. Du Wichser. Ging doch. Ging doch, ging doch. Verarschst du mich? Oh, nee. Ich wollte dir eigentlich ins Face treten. Die droppen aber wenigstens schön Munition. Das finde ich gut. So, verarscht ihr mich? Das Problem ist, stehen die Menschen auch auf? Die noch nicht so vollkommen mutiert sind? Ich trete ihn mal die Köpfe ab, ne? Weil ohne sein Genick ist der Mensch wehrlos. Das wissen wir als Biologen. So, Medipack.
Audiolog. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Ja, ein Stasemodul, was soll ich damit machen? Das verlangsamt oder beschleunigt doch was, oder nicht? Warum? Oder hier einfach mal, bam. Der Klassiker ist doch so ein Schalter, oder nicht? Der will auch nicht. Hallo? Schaffnerhäuschen. Auch nicht. Hier, oder nicht? So. Aktivieren. So. Warum denn? Was habe ich getan? Das ist zum Staseladen, ne? Wollen wir es einfach mal jetzt hier auf so einen Arm anwenden, oder wie war das? So, hier, so. Bam. So, und nu? Hat doch nichts gebracht. Oder? Jetzt ist er verlangsamt. Sollen wir das jetzt vielleicht schnell aktivieren, oder was? Ach, sieh an. Ah. War gar nicht mal so schwer. Oh, Zugfahren ist schön. In so einem abgeschlossenen Waggon fühlt man sich doch ein bisschen sicherer. Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, toll. Oh oh, mein Freund. Hallo. Piss dich. Noch eins. Warum kommen die denn allein? Ist noch Noob-Modus, ne? Kommen da locker noch welche. Aber von wo? Warum sind die noch nicht von oben gekommen? Da soll ich jetzt rinnen? Soll ich da jetzt rein, Freunde? Wie soll ich da denn rüber? Bin mir nicht mal sicher, ob ich soll. Oh oh. Oh oh, der hat auch eben keine Munition gedroppt, ne? Das ist sehr verdächtig. Hier nochmal, der will auch nicht. Hier kommen wir doch gar nicht so einfach runter, ne? Das sollen wir, glaube ich, auch gar nicht. Wir sollen wieder schön zurückgehen, ne? Wir sollten nur den Waggon reparieren. Kann ich nicht in dem Waggon da bleiben? Ich würde da sehr gern drin bleiben. So, ich versuche immer noch diese Viecher zu analysieren, aber anscheinend sind echt nur so ein bisschen zerfleischende, virenhaft besessene Mistviecher, ne? Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Was ist hier? Sicherungskasten? Auch kein Bock. Na gut, Fluchtweg, ja. Wie ironisch. Der Fluchtweg führt in unser Verderben im nächsten Part. Dann wird's bestimmt wieder dunkel. Das Einzige, was hier leuchtet, ist unser Mut, unser Herz und unser Helm. Und bald unser Blut auf dem Boden. Bis dann.